Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir sind noch lange nicht durch mit Sequenz 4, was mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Und die nächste Mission ist offensichtlich mit Greeny. Ich habe schon wieder vergessen, wie er mit Vornamen heißt. Henry? Hieß er Henry? Keine Ahnung. Evie setzt die Suche nach dem Edensplitter mit Hilfe des Notizbuchs fort, das sie in Miss Thorns Truhe gefunden hat. Richtig, wir haben ein Notizbuch gefunden, wo das Assassinensiegel drauf war. Es sah ein bisschen aus wie ein Kodex. Schauen wir mal nach, was es damit auf sich hat. Viel Spaß! Wir haben keinen Edensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Hey, schließlich ist Evie dabei. Das wäre doch der Moment zur Flirtoffensive. Okay. Aber pass auf, ich kann nicht so gut fahren, ja. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway? Der Pirat? Meister, Assassine und Pirat, genau. Edward! Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Doch wenn es wahr ist, was für eine Entdeckung wäre das? Wer Assassin's Creed Black Flag noch nicht gespielt hat, macht es. Es macht so Spaß. Und Edward ist echt... Hui! Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Moment mal. Heißt das, hier wird so eine kleine nostalgische Aktion, wenn man Assassin's Creed Black Flag gespielt hat? Und warum besetzen die Templer das Anwesen von denen? Finde ich irgendwie nicht so cool. Ich habe etwas Arbeit für dich. Wenn du mich... Ja, greif mal an. Und tschüss. Oh mein Gott, wir sollen Andenken an Edward finden. Werde ich ganz traurig. Edward. Was ist das? Gib
mir ein Zeichen und ich unterstütze dich. Ach, der Typ ist auch noch da. Na, guck mal. Was können wir denn mit dem Schiff machen? Sieht interessant aus. Das ist die Jackdaw. Oh Gott, ich weine gleich. Oh, bei sowas werde ich immer super sentimental. Ich fühle mich beobachtet. Ist das ein Kollege von uns hier drin? Ah ja, das ist ja hier Greenie. Dass die das alles behalten haben. Scheint, wenn du Hilfe brauchst, Evie. Natürlich haben sie es behalten. Das sind seine Schwerter. Nee, komm, ich sehe mich hier noch weiter um mich. Ich will den Rest hier auch noch sehen. Da sind Pistolen. Da sind Pistolen. Da sind Pistolen. Dieses mit den beidseitigen Pistolen, das war so geil. Diese Thorn ist eine wahre Sammlerin. Es gehört alles Edward, okay? Es gehört Edward. Ich verschwende hier meine Zeit. Ach, da hinten ist doch noch irgendwas, oder? Oder sieht das nur so aus? Wartet mal. Ah ne, es ist nur ein Vorhang. Entschuldigung. Ich nehme es wieder zurück. Evie, gib mir ein Zeichen und ich unterstütze dich. Das ist sehr nett von dir, aber erstmal will ich Sachen angucken. Etwas aus Edward Kenways Zeit. Meh. Sie ist hier! Niemand ist hier, Herzchen. Niemand. Geschieht dir recht. Wir denn da? Ein Assassinen-Artefakt. Das Blut! Das Blut! Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, mit diesem Würfel konnte man dann immer die Leute anschauen, dessen Blut man gerade so da drin hatte. Oh mein Gott. Gott! Edward, ich vermisse dich. Ich muss sagen, neben Ezio ist er der beste Assassine bisher gewesen. Ja, aber ich bin jetzt auch ein kleines Edward-Fangirl. Also, Edward. Jacob-Fangirl. Jacob hat auch schon ein paar gute Sprüche drauf. Ich weiß ja nicht einmal, wonach ich suche. Was macht die denn hier? Hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Tschüss. Hula Prügel, großartig. Oh. Was denn jetzt? Hier hat keiner gerufen. Schlaf weiter. Schießt! Greif die da unten mal an, bitte. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, das ist eine alte Karte mit Havanna und Kingston und... Das sollte den Assassinen gehören.
Ja, nimm's doch mit. Nimm es doch mit. So, eine Sache brauchen wir jetzt noch. Eine Sache sollen wir noch finden. Die Frage ist nur, wo. Da hinten. Wenn Vater das nur sehen könnte. Ja. Ah, oh, ist das schön. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Nach Edward? Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Ein Klavierrätsel. Das nur wir sehen. Hallo? Ja, da steht auch eins. Na gut. Na gut, was suchen wir? Was suchen wir? Ach, toll. Ein schönes Klavier. Toll. Können Sie spielen? Nein. Jetzt habe ich es gesehen. Ich wünschte, ich könnte. Ich liebe den Klang. Und Sie? D. Genug, um zur Not als wohlerzogene junge Lady durchzugehen. Ich würde sie gerne spielen hören, sollte sich einmal die Gelegenheit ergeben. Natürlich willst du das. Also. Sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Kenways Schatz? Wow. Das ist unglaublich. Ach, wie cool. Lass mich fahren. Ich will fahren. Ich glaube, das ist von der Jackdaw. Die Jackdaw. Gott, ich fange gleich echt an zu weinen. Ich habe dieses Spiel so geliebt. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Na toll. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hier ist ein Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Das hat so Stil. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Such die Wände ab. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei.
falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen? Oh, nun, Miss Frey, ich... Nun ja, Miss Frey, ich... Überleg es mir. Dann tun Sie das. Na los, zurück ans Tageslicht. Oh, Miss Frey. Okay, spielen nach Gehör, damit sind wir durch. Das Klavierrätsel habe ich natürlich mit falscher Note gespielt, weil ich es nicht geblickt habe. Aber am Ende haben wir es dann doch gelöst, als ich meine Augen dann auch mal aufgemacht habe. Oh, war das schön. Das war so schön. So, und du bleibst jetzt hier zurück, während ich alleine weitergehe? Deine Schuhe sind komisch. Okay, was machen wir als nächstes? Ich glaube, mit Evie sind wir damit durch, oder? Es gibt noch eine Aufgabe beim Zugversteck und... Überdosis! Das klingt fast so, als ob wir uns endlich Miss Lucy Thorne widmen werden. Und ich glaube, sie wird es nicht so ganz überleben. Zumindest würde ich das aus dieser Abbildung deuten. Schauen wir mal, was es ist. Ich denke schon, dass es mit diesem finalen Attentat zu tun hat. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt noch eine Hauptmission mit Jacob haben, um Sequenz 4 zu spielen. Auch das finden wir noch heraus. Die Musikuntermalung finde ich übrigens auch wieder sehr schön. Obwohl mein Favorit natürlich wie immer Black Flag ist. Halt, Überdosis. Okay, das ist noch eine Aufgabe mit Jacob. Jacob infiltriert die mysteriöse Anstalt von Lambeth, um Dr. Elliotson zur Strecke zu bringen. Also, es wird doch jemand sterben, aber es ist noch nicht Lucy Thorne. Wie dem auch sei, machen wir einfach weiter mit der Hauptquest. Mr. Frey, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Frey, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Das klingt nach einer neuen Sympathisantenaufgabe. Sehr, sehr nice. Okay, wir sollen jetzt nach oben gehen, oder was? Ja, gucken wir mal. Wo wir denn da hin sollen. Da sollen wir hin. Das ist eigentlich so eine Irrenanstalt hier. Finde ich sonst sehr, sehr sympathisch. Ich mag nämlich Irrenanstalten. Habe ich bei Assassin's Creed 1 schon sehr gemocht. Den Aussichtspunkt erreichen? Muss ich nicht für den Aussichtspunkt eigentlich da hinten hin? Versuch das einmal ganz kurz. Ja, da oben ist auch was angezeigt.
Das hier ist der Aussichtspunkt. Und jetzt? Die mobben mich doch hier alle. Okay, dann müssen wir hier irgendwo eindringen. Dann ist das jetzt so. Sehr viele Polizisten. Geh mal rüber. Jacob. Okay. Wo finde ich jetzt den Doktor? Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Warum ist da ein blutiger Handabdruck? John Elliotson eliminieren. Das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Das kennen wir schon aus Unity. Wir können die Schwester nehmen durch die Infiltrationsgelegenheit oder den jungen Arzt. Ich finde das mit dem jungen Arzt eigentlich ganz geil. Dann geben wir uns als Kadaver aus. Die Elektrokonvulsion. Blub, blub, blub. Und keine einzige Kugel abfeuern. Gut, Kugeln müssen wir ja auch nicht. Ich muss mal gucken, wo wir hin müssen. Genau, da hinten. Öffnet alle Türen in der Anstalt. Mit der Schwester reden. Oder... Wo müssen wir da hin? Ich finde das andere eigentlich viel geiler, wenn wir uns als Leiche ausgeben. Aber wo ist denn diese Gelegenheit? Ganz unten? Ja, ganz, ganz unten. Wir müssen ganz, ganz runter. Psst. So, ja, Sirup. Mhm. Sirup mag ich auch. Oh, doch! It's another dead body. Oh no, I didn't see anything. Ich habe eine Hoodie auf. Wer denn? Woher weißt du überhaupt, dass es ein R war? Zwing mich nicht nach dir zu suchen. Doch, doch, komm mal her. Der macht sich gerade die Schuhe zu da hinten. Süß. So. Komm mal her. Put, 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 put.
Da muss ich herausfinden, wie ich nach ganz unten komme. Ich will nämlich wirklich das ganz unten machen. Das ist am lustigsten. So, hi. Lass dir den mal bitte in Ruhe. Danke. Hey, Kollege. Alles gut? Oh. Ich meine, ich hätte auf der Reha auch Stromtherapie, aber nicht so. Definitiv nicht so. Kann's kaum erwarten, wieder bei Frau und Kindern zu sein. Hab dein Auge auf den Burschen! Was hat der vor, frage ich mich. Das war keine Kugel. Soll ich den umbringen? Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Ich fürchte, ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Nur autorisiertes Personal. Bitte, gehen Sie. Tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Ich fürchte, ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Nur autorisiertes Personal. Bitte, gehen Sie. Hä? Ja, hier, warte mal, warte mal. Junger Arzt, schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. LOL! Das mache ich. Komm schon. Ich will mich verstecken. Müssen wir die Leiche irgendwo verstecken? Oh, tut mir leid, Sir, aber Sie dürfen hier nicht sein. Tut mir leid, Sir. Da hinten verstecken wir die. Na, schwupp. Und weg. Bleib da mal sitzen. Jetzt legen wir uns auf die Bahre. Ich muss Sie bitten zu gehen, Sir. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht daneben geht. Gott, ist das genial! Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten hatten, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden. Stimmt! Die Sache war das! Ich habe da auch eine Vorstülpung gefunden in deinem Hirn. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt?
So, jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Warst du beim Leichenhaus? Moin. Entschuldigung, ich muss hier mal raus. Danke. Die Mission hat Spaß gemacht. Das war echt spaßig auf höchstem Niveau. La 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 la. Und tschüss. Ich muss mir eine andere Arbeit suchen. Und tschüss. Nimm dir den Schlüssel ab und feuert sie einfach. So was Blödes. Dafür kriegen wir alle Ärger. Er hat hier nichts zu suchen. Was ist hier los, Sir? Hier ist niemand. Dann war hier nicht eine Leiter? Ist er gar nicht. So. Mach das nochmal. So. Oh, da ist doch direkt ein Eingang. Warum bin ich denn da nicht lang gelaufen? Ach, Valkyria. So. Schwupp. Jetzt sind wir aus dem Gebiet entkommen. Das sollte kein Problem sein. Das war echt eine lustige Mission. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich... Ich muss es wirklich sagen. Also Assassin's Creed Syndicate ist um Längen besser als Unity. Bei Unity habe ich nicht so viel Spaß gehabt. Und ich meine, wir spielen ja noch gar nicht so lange. Aber allein der Charakter ist so genial. Und wir haben keine einzige Kugel abgefeuert. Fertig! Damit haben wir die Überdosis abgeschlossen. Wir haben... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. seiner gerechten Strafe zugeführt. Ich glaube nicht, dass jetzt noch eine Sequenz kommt, oder? Wenn jetzt noch eine Sequenz kommt, dann... Es kommt noch eine Sequenz. Wir sind durch!